Tag, liebe Suchtis, und willkommen bei Wir sind Polizei im Waggon. Wir haben mal gecheckt hier zwischen Elektro und Tscherno, ob der Waggon auch sauber gewischt ist und so und ob da illegale Ware drin ist, ist nicht. Und mit dabei bei der Suchaktion waren natürlich, oder sind es immer noch, die Chefin, Polizeihauptmeisterin Jayla. Peace, ihr Koalas. Und mit dabei, hinten, Eminem. Wir haben. Der Hajo, der Polizeimeister Hajo. Polizeimeister Marco. Oh. Hallöchen. Sieht ein bisschen spooky aus, wenn man so ganz nah an deiner Maske hängt. Mein Gott. Und unser Sunny Everest, die Sanitäterin. Mahlzeit. Die uns immer schön verbindet und den Arsch sauber macht und solche Sachen alle. Ja. So, oh. Weiter geht's. Wir ziehen weiter nach Elektro. Oh, das klappt ja schon gut. Nach Elektro, nachdem wir in Tscherno absolut niemanden mehr vorfinden konnten an Polizisten. Den Schüssen könnten wir leider auch nicht weiter nachgehen. Das Ja. Versteigt unsere Kompetenz. Wir sind halt nur blöde Verkehrspolizisten, ne? Hey. Die nicht tun können. Das müssen doch die anderen nicht wissen. Ja. Ja, wir sind Dorfscheriffs. Oh. Oh. Motorradkops mit einem Schnäuzer. Juhu. Ich bin gespannt, ob in Elektro wegen so welche leben von unseren Kollegen. Ich hoffe auch. Irgendwann brauchen wir mal Anschluss. Wir wissen nämlich eigentlich gar nicht, was wir hier tun. Ja. Was muss man denn so machen, wenn keiner mehr da ist? Das Ruder an sich reißen, glaube ich. Ja. Töten uns alle selber. Entscheidungen treffen, Hanno. Entscheidungen. Ja. Erstmal, wir müssen ein Waffenverbot durchsetzen. So. Mhm. Für alle außer uns. Die Waffengewalt muss wieder zur Polizei nur. Nur Polizisten müssen Waffen tragen. Das denke ich auch. Muss durchgesetzt werden. Mit aller Härte. Sonst werden wir die Region nie befrieden können. Nein. Ein Polizeiregime. Ja, genau. Da bin ich auch für. Hey. Sehr gut. Wir denken Verstand. Groß, das finde ich gut. Mhm. Ist das jeder unterstützt? Na, du gehörst jetzt zum Squad. Okay. Hey, überleg genau, was immer. Du überlegst ja auf welcher Seite stehen. Ja. Ich sagen, auf welcher Seite stehst du denn? Hey, auf eurer, natürlich. Sehr gut. Was anderes will ja nicht. Du wirst in goldenen Wannen baden können. Ja. Das will man auch. In der Postapokalypse. Ja. Unbedingt. Trotzdem die Augen offen halten. Ja, natürlich. Sonst will ich ja schlafen. Manche schlafen auch mit offenen Augen. Mhm. Man kann auch die Augen zumachen, ohne zu schlafen. Geht auch, ja? Nee, ich kann das nicht. Das halte ich auch für Gerücht, das stimmt gar nicht. Wieso lasse ich gehen, echt? I'm walking down the trail, I'm walking. Oh. Was für ein Töne? Oh. Dieser überdimensionierte Mond da. Was? Wo? Wo? Wo ist der Mond? Ja, letztens habe ich einen Mond gesehen, der war richtig riesig. So. Richtig fett war der. Gut im Futter, ja? Mhm. Ein paar Sterne einverleibt. So ein Oschi. Ja. Apokalypse halt. Mhm. Das ist alles möglich. Kollegen, wir kommen euch zu Hilfe, wenn ihr Probleme habt. Oh, jetzt ist aber schon windig hier. Elektro-Titter. Elektro-Titter. Kennt das noch jemand? Mhm. Ja. Wer kennt das nicht, sag mal so. Elektro-Titter. So, wir werden mit unserer Polizeipräsenz hier mal auftreten in Elektro. Ich hoffe ja auf bessere Ergebnisse als in Tscherno. Definiere bessere Ergebnisse? Ja. Lebendige Polizisten. Ah, okay. Und spenden. Was? Spenden! Spenden! Also. Also. Ja, weil ich mich umgucke hier die ganze Zeit am Rand und so. Ach so? Ach so? Ach so.
Klatz, klatz, cleaning, klatz. Ja, hoch komme ich nicht. Was wolltest du sehen? Ja, vergiss es. Was ist auf der Straße? Was? Da war es auf der Straße? Habt ihr es auch gesichtet? Ich hab nicht, da sind nicht nur Gräser auf der Straße. Waschbecken? Mhm. Ja, wieso? Was ist denn da auf der Straße? Ah, ja, ist Gras. Gras. Ist Gras. Gras. Ich schau. Ja. Ja, guck mal nach. Ja. Kräutersammlerin. Ich merke, die Apokalypse verändert mich. Ich werde lockerer. Ah. So lockerer, ja? Ja, ich merke, hier herrschen neue Gesetze. Umso mehr ich sehe von dieser Welt, umso mehr verliere ich meinen Glauben. Verlierst du was? Verliere ich meinen Glauben an Ordnung und Sicherheit. Ich glaube hier. Ich fürchte, mittlerweile herrschen andere Gesetze. Ach was, wir stellen das alles wieder her. Ein bisschen Spucke, zwei, dreimal wischen, alles wieder gut. So groß ist genau. Haus doch oben ja nicht. Ja. Lieber Griff. Bisschen Kräuterdinktur drauf. Ja. Klebebanddraht. Ja. Mit der Zange noch schön festmachen. Zombies. Vorsicht, Kollegen. Links von uns. Ja, kommen über den Zaun gesprungen. Wer hat ihn? Ich hab ihn. Schon kaum. 3, 2, 1, meins. Ja, genau. Oh, da kommt der nächste. Oh. Alle anderen laufen einfach weiter. Ja, klar, wir machen das schon. Ja, wir machen das schon. Ja. Ich hab Vertrauen in unsere Mitarbeiter. Da steht einer. Die kommen schon klar da. Aber ein bisschen Disziplin und Taktik ist ja auch noch. Ja, meine, die Taktik ist, dass ich dann die Vorhut bilde und dann gucke, ob schon auch vorne die Luft rein ist. Ja. Während ihr hinten die Zombies kalt macht. Und wenn du dann Feinkontakt hast, schrei bitte nicht, kommt hierher. Nee, dann sage ich nur, da ist wer und sag, gib die Position durch. Und werde dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, den Feind zu stellen. Den Bürger zu stellen, Entschuldigung. Zivilisten. Ja, die Zivilisten. Ziemlich ruhig, oder? Ja. Ich hätte mit mehr Gegenwehr oder mit Unterstützung oder irgendwas gerechnet. Unterstützung? Ja, ist mir egal. Wollen Sie Luftunterstützung an? Vielleicht hocken die Kollegen hier an der Polizeistation und spielen Karten. Ja, Minesweeper, solitär. Ja, weil nichts los ist. So wie wir das auch immer gemacht haben vor der Apokalypse. Kartenkloppen. Wir können Ihren Fall gerade nicht bearbeiten. Wir haben ja einen Engpass. Wir sind überlastet. Ja. Ach, da hat die Chefin auch schon mitgemacht? Ist ja. Ja, klar. Oh, okay. Der immer sympathisch. Wir waren ein lockeres Beamtenleben. Das hat Spaß gemacht. Ja, okay. Ein bisschen Schlümpfe versenken. Das schlimmste Verbrechen war, als der 9-jährige Lukas mal einen Lutsch-Lolli geklaut hat. Was habt ihr konnten gemacht? Konnten wir aber Ding festmachen. Ja, und? Ja, ja. 30 Tage? Ja, und? Ich habe einmal auf den Finger gehauen. Nee, und vor allen Dingen auch die Gertrude, die über Rot gelaufen ist. Ja, ja, stimmt. Kannst du dich da noch? Oh. Die hat erst alles abgestritten. Ja. Das war auch. Echt? Oh, da mussten wir richtige Zeugenvernehmungen machen. Aber ihr habt's gefilmt. Habt's gefilmt und dann. Ja, wir haben es natürlich aufgedeckt. Frechheit. Jetzt weiter hier laufen, ja, ne? Nee, wir sind umgekehrt und wir in Genua. Hä? Nein. Lol. Nein, hier weiter auf den Schienen weiterlaufen, nicht rechts oder links irgendwie. Jo. Ist das so hier nicht geheuer? Doch, wir haben Polizeipräsenz. Das ist wichtig. Ja, ey, das ist der wichtigste Job der Polizei. Präsenz zeigen. Ja, wir sind da. Und spielen Karten. Alles gut. Hey, apropos, hat überhaupt einer einen Satz mit? Was? Karten? Nein. Achso. Die finden wir aber in jeder Polizeidienststelle. Und Donuts. Die Sachen, gehört zur Standardausrüstung. Gehört zur Grundausstattung. Ja, Grundausstattung.
In jeder Polizeistation. Alle möglichen Kartenspiele. Mau Mau. Doppelkopf. Schwimmen. Skat. Skibo. Fingerkloppe. Aua. Kann ich mich noch dran erinnern. Hm. Ich auch. Jo. Vor allen Dingen, wenn du so eine Leute hast, so 2 Meter groß, 2 Meter breit, ne? Die kloppen dir auf die Finger. Das war immer gut. In der Schule immer gespielt. Dann mit Mädchen immer mitgemacht haben. Und ich hatte einen Kumpel, der war gnadenlos, ne? Und dann Mädels, dann stand die Träne in der Augen, weil der gnadenlos draufgehauen hat. Aber wir haben es denen vorher mal gesagt, wir machen keine, wenn dann spielen wir es richtig. Und dann gibt es auch richtig Aua, wenn es tut weh. Ja, wir machen mit, wir machen mit. Es gibt ja verschiedene Fingerkloppen. Manche kloppen nur mit der Hand und manche kloppen mit den vollen Karten drauf. Ja, mit den Karten. Ja, ne? Naja, gut. Naja, es gibt verschiedene Versionen, deswegen, ja, sag ich ja gerade. Man musste Karte, so hatten wir das immer gesagt, derjenige, der verloren hat, der musste eine Karte sagen und dann von wo gezählt werden muss. Von oben oder unten. Ach so, nee, mit dem ganzen Kartenspiel haben wir mal drauf geklopft, so kenne ich das. So. Und dann hast du dann halt mit dem Packen, je nachdem, dann konntest du Glück haben, dass nur 3 Karten waren. Ach und dass du dann auch nur 3 Schläge damit gekriegt hast, ne? Hat natürlich auch nicht wehgetan. Naja, ich wollte gerade sagen, nee, wir kennen das nur, wer verloren, mit 32 Karten und draufkloppen. Nee, nee. Wenn ich kenne das mit der Hand draufkloppen. Nee, ich sage ja, jeder kennt das anders. Mit den Kartenstapeln. Sind regionale Regeln, alles gut. Müssen ja mal irgendwie die Bahnschienen verlassen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, weil das wird mir hier langsam zu offensichtlich. Zur Railroad Tour. Ja, ja, das auch. Zu offensichtlich. Nein. War ruhig in der Elektro. Allgemein, es ist mir sowieso zu ruhig. Hier stimmt was nicht. Sind wir vielleicht doch die letzten Überlebenden da oben in unserem Provinzkaff? Da hängt wieder eine. Am Bordsteinschwalbe da wieder. Ja, dann ist es ja dein Gebiet, Hinder. Im Minirock. Oh! Wer schießt? Ich hab Alter, abgelegt, genau. Obermeister hat geschossen. Ich lauf dir genau vor der Flinte, ne? Ja, was soll man auch nie machen? Du siehst mich da nicht an. Das war wirklich eine Bordsteinscheibe. Die holen ihre ganzen anderen Scheiben. Oh, oh. Ja, tatsächlich. Komm mal zurück. Du bist ja mal ein bisschen aufmerksam. Vorsicht, hier ist auch jemand. Und Kartenspiele. Ja. Militärzelt, check ich. Hä? Da läuft ein Polizist. Wer läuft denn da hinten auf der Straße? Da läuft ein toter Polizist. Leute, ich habe unseren Kollegen Ralf gefunden. Ralf? Ralf! Ich bin schon längst in Rente. Nein. Leck mich am Arsch. Ich stehe hier schon seit Stunden. Will einer ein Fernglas? Oh, ich blute. Will einer ein Fernglas? Du blutest? Wer schießt von uns? Ich nicht. Entschuldigung. Ah, sag das doch, wenn man fragt. Hä, wo ist jetzt die Rex? Ach, da. Hier liegt der M4. Hä? Auf dem Boden allerdings, draußen vom Zelt. Nein. Da kommt ein Zombie zum Zelt, wer auch immer drin ist. Ich? Das interessiert alles gern, was ich erzähle, ne? Doch, ich verbinde mich bloß gerade, weil ich am Bluten bin. Entschuldigung. Auch. Was ist denn das jetzt für ein Wasserzeichen links neben mir? Ich bin immer die Verwundete, ey. Ich wollte gerade sagen, ey. Immer die extra Wurst. Zombies von allen Seiten, leck mir am Arsch. Oh, der Pastor kommt auch oben von der Kirche runter. Der Pastor. Wo bist du denn? Oh Gott. Wenn der Pastor kommt, würde ich auch laufen. Ich bin im Haus. Der hat so ein paar dunkle Geheimnisse, du. Die kam plötzlich von allen Seiten, die haben sich bekloppt angelaufen. Der Pastor ist da. Bist du hinter der Häuserreihe bei der Kirche? Ja, da wo die Zombies vorstehen, das kann man eigentlich jetzt gar nicht verfehlen. Rechts neben dem Finanzamt. Wenn ihr nach Norden aufs Finanzamt guckt. Oh ja, ich sehe. Ich nehme die mal hinten ab. Also vor dem Militärzelt liegt eine AKM auf dem Boden. Du hast Ralf gefunden. Eine AKM. Wow, 4 Stück. Den Ralf habe ich fertig gemacht. Ist jemand da? Nein. Bei 4 Stück mit einmal kriege ich nicht. Ja, warte. Ich sehe die Polizei noch nicht mal. Nee, wir sind doch nicht an der Polizei gerade. Vorsicht, Pastor. Ich bin genau neben dem Militärzelt, deswegen wundert mich das. Okay. Boah, was hat denn der für eine Robe? Zwei Pastoren. Jetzt liegen wir aufeinander, das gibt's ja nicht. Mhm. Sonst machen sie das nur mit den kleinen Knaben. Ja. Wo seid ihr denn alle? Darf ich das?
Also nochmal die Frage, will einer die AKM haben? Nö. Nö? Nö? Keiner will eine AKM haben? Was ist denn los mit euch? Ja, wir werden wahrscheinlich. Mit Magazin, aber mich wundert, dass die da liegt. Achso, ne? Mit Magazin. Ich glaube, ja. Da wird einer gestorben sein irgendwann. Und ich glaube ja, die Sachen, die man ja, in der Hand hat, die bleiben da liegen. Wenn die Leiche die spawnt. Wo ist denn das? Hier im Military-Zelt oder wo? Ja, bloß Ersatzmunition und so hab ich keine dabei. Mhm. Mit dem Rosin. Was kommt denn da rein? Was kommt denn da rein für Munition? SKS-Munition. 39er. 39, kann ich dir geben? Ja, 6 zweimal 39. Ja, 39 habe ich 10 Schuss. Nee, warte mal, 5 Schuss. 15 Schuss. Ich habe auch. Ich habe richtig viel. Ich habe fast 40 Schuss. Hier einmal. Ich habe zweimal. Gönn dir. Also, ich habe natürlich noch ein paar Schuss, aber auch nicht mehr so viel. Aber ich habe selbst eine Hacke gehandelt. Ich trinke mal was. Übrigens, Sunny, ich kann glücklich berichten, das Bakterienzeichen ist weg. Ja, das, solange du dich nicht übergibst, ist alles gut. Polizeistation 3 oder? Wo seid ihr denn überhaupt? Ich stehe bei euch im Zelt. Military Zelt. Ich bin auf dem Dorfplatz. Bei Jailer und Everest stehe ich im Zelt. Ich bin in der Polizei jetzt. Hey, wo ist aber die hinten rein. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Die ist hier, hier bei mir. Ist ja einer bei mir. Ja. Zelt, Hauptstraße wieder nach. Hier rechts, genau. Hier. Da ist zwischen, ja. Also unten ist frei. Außer Prädikat. Außer eine Skorpion. Ich war schon drin. Perfekt. Also außer ein Skorpion war jetzt auch nichts. Hey, du warst drin, ne? Gut, dass ihr da einfach alleine hingeht. Ah, jo. Polizeimeister. Ich bin die Polizei. Wo bist du denn? Immer auf die Hauptstraße. Ja, ich mach das so wie ihr. Immer auf die Hauptstraße. Und hier bin ich. Ja. Ein Zombie eingesperrt. Ja, da hinten sind die. Ich nicht. Ich hab keinen Zombie eingesperrt. Ich eigentlich auch nicht. Hier vorne rechts. Aber in der Tür war ich auch nicht drin. Ja, ihr wisst ja auch, es gibt noch andere Überlebende wahrscheinlich. Wo ist der Zombie drin? Hier in der Tür. Polizei unten rechts. Ja, Polizei. Wenn du vorne reingehst. Kann sein, dass die spawnen. Nicht die Tür aufmachen. Oh, das ist einer zum Verhören hier. Guck mal. Alter. Der Verdächtige war schuldig. Ey, du bist eine dumme Kuh, weißt du das, Alter? Ey, mein Ohr ist neben dir. Alter. Hier ist noch ein Verdächtiger. Noch einer? Der hat einen Rocky-Talkie. Das ist aber, das ist doch Gustav, Mensch. Erkennst du ihn nicht? Oh, Ralf hat einen Walkie-Talkie dabei. Mach mal eine Tür auf, kurz. Geh mal weg da. Wir wissen, ob man durch die Tür schießen kann oder nicht. Ja, also, geht doch. Ach ja. Also die Vermutung mit dem Gestorben und dass sie die AKM da liegt, könnte zutreffend sein, weil als ich gestern gestorben bin in Nordestino, war auch die Feuerwehr das einzige, was da noch lag, wo ich gestorben bin. Das liegt halt daran, wenn du stirbst, verlierst du das, was du in der Hand hattest zuletzt. Und das lässt du fallen und der Rest an deinem Körper, der verschwindet halt mit deiner Leiche. Also da wird jemand vor nicht allzu langer Zeit, obwohl ich weiß nicht, wie lange die Sachen liegen bleiben. Also, wenn man in der Bushaltestelle vor der Polizei, links von der Polizei, wenn er rauskommt, ist ein kleiner blauer Tunnel. Oh. Also es hat aber noch keiner, und er läuft denn oben rum? Ich? Ach, man kann sagen, hat noch keiner rumgecheckt. Ich war eigentlich überall drin. Ganz oben auch? Ja. So draußen Leiter bin ich ein Stück hochgeklettert. Oh, meine Hose ist ruiniert. Ich kann die aber austauschen. Hier liegt eine andere. Ja, hier liegen noch welche. Also wir haben gesehen, unsere alten Kollegen sind alle zu Zombies geworden oder zu infizieren. Nein, Gustav, Ralf, wir haben sie alle gesehen. Echt? Ich hatte immer so einen netten Funkkontakt mit denen. Ja, aber der Ralf aber aus der Rente auch dann noch wiedergekommen ist. Das war natürlich selbst schuld. Und der eine hat sogar einen Walkie-Talkie, mit dem hast du bestimmt geredet hier. Ja. Der hat einen Walkie-Talkie, ey. Was ist dagegen? Ich komm rein. Wo? Oh. Du. Polizei? Achso. Da wärst du schon drin. Ja. Wunde nähen? Was denn hier? Was hast du, eine Wunde? Oh nein, mein Spiel ist hängen geblieben. Was ist dein Spiel? Hängen geblieben. Eingefroren. Du bist hängen geblieben? Ja, was sagt Schuli halt nochmal, wenn er hängen geblieben ist?
mein Spiel ist abgestürzt. Oh nein! Dann müssen wir hier in Ordnung sagen, wie war die Folge? Ja, 20 Minuten. Ja, dann machen wir einen Folgenpause direkt, oder? Ja. Gut. Würde ich auch sagen. Machen dann wir ein Schwarzbild. Macht's gut, ihr Lieben. Ach so. Nee, ist nicht schlimm. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal, würde man sagen, es passt gerade so schön, weil sie. Okay. Halt ich jetzt schlaf gehe. Genau, gute Nacht. Bis dahin, adieu, liebe Leute. Tschüss. Ciao.